Ja, also ich komme jetzt aus Kuwait. Wir hatten ja die Konferenz für den Irak, den Aufbau des Iraks. Und ich hoffe, dass wir wenigstens in einem Jahr auch über den Aufbau von Syrien reden können. Ich glaube, dass das Erste, was wir als Europäer auch unterstützen müssen, ist jetzt diese Resolution der Schweden und der Kuwaitis im Sicherheitsrat. Das wäre wirklich ein Schritt, ein kleiner Schritt für mehr Menschlichkeit. Die Kriege im Krieg in Syrien müssen aufhören. Der Krieg dauert 7 Jahre jetzt. Das ist das Erste, glaube ich. Das Zweite ist, wir müssen uns bewusst sein, dass keiner mit Waffen diesen Konflikt lösen wird. Kein Mensch ist dazu imstande, das zu bewirken. Darum glaube ich, dass wir Syrien in eine Transitionsphase leiten müssen und dann wirklich alle Kräfte, die dort sind, und das sind viele, zu viele, dass wir an einem Strang ziehen und wirklich versuchen, uns zu konzentrieren als internationale Gemeinschaft auf den Kampf gegen IS. Das ist die Aufgabe der Global Coalition, nichts anderes. Ich glaube, es geht jetzt nicht um die Kurden und es geht auch nicht über irgendandere, sagen wir mal, Interessen in Syrien. Es geht darum, den IS zu besiegen. Der ist noch auf drei Orten ist er in Syrien noch präsent. Im Osten in der Wüste und auch bei den Golanhöhen. Wenn das geschafft ist, sollten wir alle zusammenschauen, dass wir es fertigbringen. Das, was ja fertig wurde im Irak, dasselbe hinzukriegen, IS zu vernichten und dann Syrien wieder aufzubauen. Ich glaube nicht, dass wir wieder eine Debatte haben sollen, wie wir sie hatten 2013 mit den chemischen Waffen. Das, glaube ich, ist etwas, was noch mehr Unruhe jetzt bringt. Und wir müssen uns jetzt auf diese UNO-Resolution konzentrieren und schauen dann, wie wir als Europäische Union uns auch einbringen können, damit wir, ich sage es noch einmal, in eine Phase kommen, wie wir sie jetzt im Irak haben, dass wir wieder von Aufbau und von auch Versöhnung in diesem Land reden können. Hätten Sie Angst, dass Frankreich und vielleicht auch die EU dieselbe Falle tappen wie Obama? Sie mit der roten Linie. Also ich glaube, die Geschichte hat ja schon gezeigt, dass man manchmal dieselben Fehler macht, aber nicht unbedingt. Herr Minister, was erwarten Sie in Zukunft von der deutschen Außenpolitik? Oh. Also ich bin nur ein kleiner Luxemburger und ich will nur sagen, was Sigmar Gabriel angeht, es ist ein gescheiter Kopf. Es gibt nicht viele von dieser Art unter uns Außenministern. Er hat nahtlos angeknüpft an die Kompetenz von Frank-Walter Steinmeier. Als Außenminister kann ich ihn nur loben. Nun, ich bin nicht Mitglied der SPD. Ich weiß, dass da wird viel gelitten zurzeit. Ich hoffe, dass auch da ein Ruck durch die Partei geht und dass man die richtigen Lösungen findet. Ich kann als Freund von Sigmar Gabriel eigentlich nur sagen und auch als Ministerkollege, dass er eine wirklich hervorragende Arbeit gemacht hat, seit er Außenminister ist. Okay? Dankeschön. Guten Tag.